So, guten Morgen. Heute bin ich mal mit Romina zusammen. Die unterstützt mich. Wir machen heute reine Hockergymnastik. Es geht aber auch im Stuhl. Ihr könnt also alle Übungen auch auf dem Stuhl machen. Gerne mit ein bisschen Polster. Wer möchte, gerade bei längeren Beinen. Jo, und dann starten wir einfach mal. Wir starten mit den Füßen. Als erstes aber aufrechte Haltung. Mach dich richtig groß auf deinem Hocker. Und am besten schaust du mal, wenn du einen Hocker hast, dass ein Stuhlbein vorne in der Mitte zwischen deinen beiden Beinen steht und du nicht ganz hinten auf deinem Hocker sitzt, sondern auf dem vorderen Drittel oder auf der vorderen Hälfte. Pi mal Daumen ohne Nachmessen. Genau. Becken ist aufgerichtet, spann leicht den Bauch an, Brustbein heben und die Schultern sinken lassen, weg von den Ohren. Und dann wippen wir erstmal nur mit dem rechten Fuß von der Ferse nach vorne zur Fußspitze. Und von der Fußspitze wieder nach hinten. Lass deinen Oberkörper aufrecht. Ganz locker ein- und ausatmen. Wir wechseln zur linken Seite. Wipp von der Ferse nach vorne zur Fußspitze und von der Fußspitze wieder nach hinten. Ganz intensiv, maximal auf die Fußspitze. Und maximal nach hinten auf die Ferse. Noch 4, 3, 2, Pause. Sehr gut. Und jetzt gehen wir mal spazieren auf der Stelle. Nimm die Arme ruhig locker an die Seite. Oder auch, wenn du magst, auf die Oberschenkel legen. Lass deinen Oberkörper aufrecht. Lass den Bauch aktiv, dass du besser aufrecht sitzen kannst. Lass die Atmung fließen. Sehr gut. Lass deine Füße langsam am Boden stehen. Und streck das rechte Bein nach vorne aus, sodass der Oberkörper gerade bleibt. Anbeugen, nicht abstellen, ausstrecken und anbeugen. Du kannst die Arme auch an die Seite strecken, Daumen zeigen nach außen. Spür mal hier Aktivität, Oberschenkel und auch Bauchmuskulatur. Dein Rücken bleibt gerade und deine Atmung fließt ganz entspannt. Vier noch. 3, 2, der letzte und Fuß abstellen. Sehr gut, gern auslockern und linke Seite. Knie strecken und anbeugen. Wenn du Unterstützung brauchst, nimm die Hände an die Oberschenkel. Lass deinen Oberkörper aufrecht, deine Wirbelsäule ist gerade. Maximal strecken, spür mal im Oberschenkel, im Kniegelenk, im Fuß. Herzkreislauf wollen wir ein bisschen anregen. Noch 4, 3, 2 und noch einer. Und abstellen. Sehr gut, Beine auslockern. Du darfst gerne deinen Rücken einmal entspannen. Ganz rund sein lassen. Kopf nach vorne mit der nächsten Einatmung langsam von oben, von unten nach oben wieder aufrichten. Sehr gut. Entweder unterstützend die Hände auf die Oberschenkel legen oder an die Seite strecken. Rechts und links das Bein im Wechsel seitwärts auftippen. Außen, Mitte, außen, Mitte. Außen, Mitte. Bleib gerade im Rücken, wenn du dich unterstützen möchtest, um die Aufrichtung noch ein bisschen besser halten zu können. Leg die Hände auf deine Oberschenkel. Und jetzt tippen wir nicht mehr nach außen, sondern nach vorne, auf die Ferse, rechts und links im Wechsel. Ferse darf den Boden berühren, antippen. Atme ganz entspannt ein und aus. Einmal noch rechts und links und dann auf die Fußspitze wechseln. Sehr gut.
ein letztes Mal noch rechts und links und dann dürfen die Füße stehen bleiben, auslockern. Sehr gut. Stell mal dein rechtes Bein nach vorne auf die Ferse und roll mal mit dem Fuß nach außen, sodass dein ganzes Sprunggelenk, das obere und untere Sprunggelenk, richtig drehen kann. Und auch dein Knie und dein Oberschenkel helfen dir mit. Mach noch zwei Kreise. Und dann wechselst du die Seite. Stell das linke Bein nach vorne auf die Ferse. Und roll so weit, wie du kannst. Mit deinem Fuß. Du kannst den Fuß natürlich auch schweben lassen, wenn du es ein bisschen schwerer haben möchtest. So weit wie es geht, über die Mitte nach oben rollen, runter nach außen. Zwei Runden noch. Und lösen. Sehr gut. Entspann deinen Rücken nochmal, mach dich rund. Lass den Kopf nach vorne sinken. Hände liegen ganz locker auf den Beinen. Und dann rollst du dich langsam in die Aufrichtung. Die Füße dürfen jetzt entweder zusammen oder isoliert nach oben wandern, um den Bauch noch ein bisschen mehr zu aktivieren. Du kannst deine Hände entweder an den Stuhl außen nehmen, auf den Oberschenkel oder seitlich schweben lassen. Als erstes nehmen wir erstmal im Wechsel das rechte Bein und linke Bein gebeugt nach oben. Atme einfach ganz locker ein und aus. Achte darauf, dass dein Rücken gerade bleibt. Stolze Brust, Bauchnabel Richtung Wirbelsäule nach hinten ziehen. Sehr gut. Und jetzt nehmen wir mal die gegenüberliegende Hand dazu. Rechte Hand kommt zum linken Knie, linke Hand zum rechten Knie. Ganz locker ein- und ausatmen. Lass die Atmung einfach fließen, ohne bewusst die Bewegung anzuknüpfen. Wenn du kannst, nimmst du jetzt den Ellbogen anstatt die Hand. Roll dich aber nur so weit ein, dass dein Rücken immer noch gerade bleiben kann. Die Brustwirbelsäule darf sich mitdrehen. Atme ganz locker ein und aus. Lass dir Zeit. Du kannst das Ganze auch gerne noch ein bisschen langsamer machen. Einmal noch rechts und links. Und beim letzten Mal bleibst du mal oben. Wenn du kannst, dürfen sich Knie und Ellbogen berühren, entgegendrücken oder nimm die Hand. Schieb die Hand maximal zum Knie und das Knie schiebst du maximal nach oben zur Hand. Spür das mal hier in deiner Bauchmuskulatur und richte dich noch ein bisschen mehr auf. Halten. Festdrücken. Und lösen. Wechseln mit Hand oder Knie, egal. Mit Knie zur Hand oder zum Ellbogen natürlich, ne? Ellbogen und Knie drücken sich entgegen oder die Hand und das Knie drücken sich entgegen. Und richte deinen Oberkörper noch ein bisschen mehr auf. Lass dich ruhig rausdrehen in die Bewegungsrichtung. Wenn dein rechtes Bein oben ist, dreht sich der Oberkörper aufrecht nach rechts. Halten, drücken. Atmen nicht vergessen. Und lösen. Sehr gut, locker mal deine Beine aus. Jetzt setzen wir noch eine Schippe oben drauf. Die Füße und die Knie fest zusammen. Mit Kontakt auf den Oberschenkeln am Stuhl, am Hocker. Wenn du einen Stuhl nimmst, kannst du dich auch hinten an der Stuhllehne festhalten. Jetzt brauchst du viel, viel Bauchspannung. Brustbein anheben, Bauchnabel einziehen. Lehn mal deinen Oberkörper ein bisschen nach hinten. Heb die Knie ab, abstellen und wieder anheben. Und zwar mit Kraft deiner Bauchmuskeln. Wenn das für dich zu viel ist, mach das im Wechsel. Ausatmen hoch, einatmen tief. Kannst du gerne mit der Atmung verbinden. Wichtig, lass deinen Rücken gerade. Wenn du rund wirst, machst du es im Wechsel. Und jetzt zieh mal die Knie im Wechsel zur rechten und zur linken Schulter.
Jede Seite ein letztes Mal. Sehr gut. Absetzen. Und lass dich entspannt nach vorne sinken. Unterstütz dich mit den Unterarmen auf deinen Oberschenkel. Lass den Kopf hängen. Und roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Die Beine dürfen eine Pause machen. Schau mal, dass du noch bequem sitzt auf deinem Hocker. Oberkörper aufrichten, Bauch anspannen, Brustbein heben, Schultern weg von den Ohren. Komm jetzt zum Schulterkreisen, allerdings nicht gleichzeitig, sondern isoliert gegengleich. Erst rechts, dann links. Rechts und links gegengleich im Wechsel. Wenn man es ansagt, dann muss man es auch selber machen. Lass die Hände locker auf den Oberschenkeln ruhen. Lass die Atmung fließen. Und werd noch ein bisschen größer mit deiner Bewegung. Nimm den Arm mit dazu. Weit nach hinten, sodass das Schulterblatt sich richtig nach hinten Richtung Wirbelsäule schieben kann. Sehr gut. Werd noch ein bisschen größer. Nimm den Ellbogen so weit nach oben, dass der Arm über den Kopf oder die Hand über den Kopf mit muss. Deine Brustwirbelsäule, dein Brustkorb darf sich ruhig ein bisschen mitbewegen. Und werd noch ein bisschen größer. Nimm den gestreckten Arm nach hinten. Lass ihn auskreisen. Maximal in der vollen Länge ziehen. Wegschieben. Stell dir vor, da kommt noch ein Seil. Möchte deinen Arm noch ein bisschen mehr in die Länge ziehen. Und schieb die Schulterblätter maximal nach hinten Richtung Wirbelsäule. Noch für jede Seite noch einmal. Einmal rechts, einmal links. Sehr gut. Und lass deine Arme hängen. Vielleicht sind deine Arme, deine Schultern und auch dein Oberkörper schon ein bisschen warm geworden. Lass deinen Rücken einen kleinen Moment rund werden. Und dann kommst du einatmen wieder in die Aufrichtung. Mit dem rechten Arm beginnen wir jetzt. Ich möchte gerne Achten mit euch malen, und zwar stehende Achten, sodass die Handinnenfläche mal nach außen und mal nach innen geht. Stell dir mal vor, du würdest dich da entlang schlängeln. Du musst wie beim heißen Draht einmal mit dem Arm. Genau. Wenn du eine Schaufel zeigt einmal hier nach oben, dann drehst du dich raus. Die Hand zeigt einmal nach hinten maximal und dann drehst du dich wieder raus. Wenn die 8 ein bisschen anders geformt ist, macht das gar nichts. Mach das so, wie es deine Bewegungsrichtung zulässt. Im Prinzip kannst du dir vorstellen, wenn du nach unten hinten gehst, ist es so, als würdest du den Gurt von deinem Autositz angeln wollen. Nur, dass die Finger noch ein bisschen komisch mit abgespreizt werden. Einfach viel mehr Aktivität, Faszien, Muskeln, Nerv, die gedehnt werden. Gerade auch die Finger, die sonst eher in anderen Bewegungsrichtungen mitbewegt werden. Ein letztes Mal noch. Sehr gut. Und hängen lassen. Jetzt lass mal beide Arme hängen und spür mal den Unterschied zwischen rechts und links. Ob sich deine Finger und dein Arm rechts vielleicht ein bisschen länger anfühlt sogar, der ein bisschen gewachsen ist oder deine Finger warm geworden sind. Kommt die linke Seite. Wer Linkshänder ist, hat jetzt einen Vorteil. Bei Rechtshändern ist links koordinativ oft ein bisschen schwieriger. Jetzt gehst du erst nach oben, schaufelst nach außen, drehst dich dann raus, zurück, genau. Nach 2, 3 Runden, wenn man sich ein bisschen eingearbeitet hat in die Bewegung, geht es ganz gut. Ja, oder auch nicht. Knoten im Kopf, man darf nicht so viel reden, ne? So, jetzt. Genau. Meistens ist es auch so, dass die 8 mit der linken Seite ein bisschen anders gedreht ist als die auf der rechten Seite. Das macht aber nichts. Das ist für unsere Gehirnhälften unglaublich schwer, da das gleich zu machen wie auf der anderen Seite. Also auch ich bin Rechtshänder, sieht man, ne? Macht aber nichts. Das ist echt nicht einfach.
Aber das Gehirn, wie auch die Muskeln und die Nerven, brauchen ein bisschen anderen Input, um besser arbeiten zu können. Eine letzte, vielleicht etwas krumme Acht. Sehr gut. Und lösen. Aber auch trotzdem sind die aktiviert, warm. Aber das Gehirn muss unglaublich viel machen, um diesen Bewegungsablauf überhaupt hinzukriegen. Nimm mal die Hände aufeinander. Richte dich nochmal auf, zieh den Bauchnabel nach innen und leicht das Kinn nach hinten zum Doppelkinn nehmen, dass deine Halswirbelsäule ganz, ganz lang ist. Mit deiner nächsten Ausatmung drehst du dich ganz locker, nur mit dem Schultergürtel nach rechts und schau deinem Ellbogen hinterher. Einatmen, kommst du wieder in die Mitte. Das Ganze machen wir jetzt zum Einstimmen ein bisschen langsamer. Ausatmen, wechselst du die Richtung. Einatmen, kommst du wieder in die Mitte. Ausatmen zur Seite. Einatmen, Mitte. Und das Ganze noch einmal nach links mit der Ausatmung. Jetzt bleiben wir vorne in der Mitte und werden ein klein bisschen schneller. Atme einfach ganz locker weiter. Komm in die Mitte, komm nach außen. Mitte, Schultern tief, außen, Mitte, außen. Und schau immer deinem Ellbogen hinterher. Einmal noch, wenn du rechts gedreht bist, bleibst du mal rechts gedreht. Lass die Schultern sinken, spann den Bauch an und streck den rechten Arm nach hinten. Sehr gut. Und schau in Richtung Fingerspitzen. So ein bisschen, als würdest du Bogen schießen nach hinten. Halten. Noch 4, 3, 2, 1. Komm nach vorne in die Mitte und wechsel die Richtung nach links. Wenn du maximal gedreht bist, streck deinen linken Arm aus. Schau deinen Fingerspitzen hinterher. Lass die Schultern sinken und lass den Bauch fest. Noch 4, 3, 2, 1. Komm wieder nach vorne und lass die Arme locker. Lass die Arme ein bisschen auspendeln. Darfst du die Hände mal auf die Oberschenkel nehmen und darfst dich mal ganz, ganz rund machen. Ganze Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule machen jetzt Katzenbuckel und Pferderücken, was man klassischerweise im Vierfüßlerstand macht, im Sitzen. Zwar als erstes beginnen wir beim Steißbein, bei der Lendenwirbelsäule. Mit der Einatmung kommst du Wirbel für Wirbel in die Aufrichtung. Schieb deinen Brustkorb maximal nach vorne. Wenn du magst, nimmst du deinen Kopf auch nach oben und schaust zur Decke. Ausatmen, dein Becken nach hinten rollen, Wirbel für Wirbel rund werden. Zum Schluss den Kopf einrollen. Einatmen, wieder aufrichten. Schultern zurückziehen, ausatmen, rund. Mach das in deinem Atemrhythmus. Und mit jedem Atemzug wirst du immer ein bisschen runder und auch noch aufrechter. Kannst du auch einfach nach vorne schauen, wenn du den Blick nicht anheben möchtest oder kannst. Wir machen das noch 2 Atemzüge. Der letzte. Ein Atemzug. Und ausatmen, kommen wir nicht ganz in die Rundung, sondern bleiben aufrecht. Sehr gut. Zwischendurch mal den Po abheben willst, kannst du das gerne mal machen oder die Beine bewegen. Guck wieder, dass dein Becken aufrecht ist, dein Brustbein nach vorne oben. Nimm mal den rechten Arm gestreckt nach oben. Handinnenfläche schaut nach links. Lass die Schulter sinken, Ellbogen maximal strecken. Linken Arm hängen lassen oder auf dem Oberschenkel ruhen. Und lehn dich nach links, so weit wie es geht. Aber nur so weit, dass beide Po-Hälften am Boden bleiben. Zieh dich ein, atmen wieder nach oben. Schieb dich ausatmen zur Seite. So hier die Dehnung hast, einatmen, Mitte. Lass den Bauch fest. Keine Drehbewegung in der Brustwirbelsäule. Machst nur eine Seitneigung. Dein linker Arm ist ganz locker. Und deine Schultern sinken nach unten Richtung Gesäß. Zweimal noch dynamisch. Ein letztes Mal, dann bleiben wir bei der Ausatmung in der Seitneigung.
Lassen die Schultern noch mal ganz bewusst sinken, Brustbein nach vorne, Bauch anspannen. Schieb deinen Arm noch mal ein bisschen weiter nach oben zur Decke, aber ohne, dass deine Schulter zum Ohr wandert. Stell dir vor, da oben zieht ein Seil deine Fingerspitzen noch ein bisschen in die Länge. Beide Gesäßhälften bleiben auf deinem Hocker. Ganz locker ein- und ausatmen. Schick vor allen Dingen Atmung hier in die Seite, in die geöffnete rechte Seite. Zieh dich mit der nächsten Einatmung in die Aufrichtung und den Arm locker hängen lassen. Es kribbelt bis in die Finger, genau. Durch die Dehnung und durch das Langziehen werden viele Strukturen im Oberkörper langgezogen. Dynamisch mit der linken Seite. Guck nochmal, dass dein Becken aufrecht ist. Nimm mal deinen Arm nach oben. Mit der nächsten Ausatmung. Seitneigung nach rechts, ohne Drehung im Oberkörper. Einatmen Mitte. Denk wieder an deine Schultern. Ausatmen Seite. Lass den rechten Arm locker hängen. Der braucht nicht auf Spannung sein. Beide Gesäßhälften bleiben gleichmäßig auf deinem Hocker oder auf deinem Stuhl. Lass die Atmung fließen bis hier unten in den Bauchraum, auch wenn der Bauch angespannt ist. Noch zweimal dynamisch. Ein letztes Mal und dann bleiben wir bei der Seitneigung. Richten uns nochmal aus, dass das Brustbein gerade nach vorne zeigt, Schulter tief sinken lassen, Bauch bleibt fest und schieb den linken Arm noch ein bisschen weiter nach oben zur Decke. Schulterblätter sinken lassen, nach hinten unten zum Gesäß. Atme vor allen Dingen hier links in die langgezogene Seite ein und aus. Komm mit der nächsten Einatmung wieder in die aufrichte Haltung und lass den Arm schwer nach unten sinken. Und auch gerne mal die Schultern ein bisschen rückwärts kreisen. Gerade bei langgestreckten Positionen nach oben spannen sich bei Verspannungen auch trotzdem gerne den Schulternackenbereich an. Sehr gut. Die Arme und Schultern dürfen eine kleine Pause machen. Jetzt bewegen wir mal unser Becken, unser Gesäß. Und zwar wird das eben schon mal so ein bisschen angedeutet, dass wir unsere seitlichen Muskeln hier aktivieren und nur eine Gesäßhälfte anheben. Weit nach oben ziehen, absetzen, Seite wechseln. Maximal, das Becken kippt nicht nach vorne und nach hinten, das bleibt aufrecht. Ziehst nur seitlich ein Po, eine Po-Hälfte nach oben. Beide Füße bleiben mit festem Kontakt auf dem Boden. Ist gar nicht so einfach, meistens will man nur so eine Seitkippung machen. Schau mal, dass du wirklich deine komplette Po-Hälfte abhebst. Hier die seitlichen Stabilisatoren, Bauchmuskeln, Rückenmuskeln, Zwischenrippenmuskeln, alles muss mithelfen. Sieht so ein bisschen aus, als hätte man so lange auf dem Po gesessen. Man muss mal ein bisschen entlasten. Einmal noch für jede Seite. Sehr gut. Und mach deinen Rücken einmal rund. Lass dich richtig hängen, wenn du magst. Auch ganz, ganz, ganz tief bis nach vorne zum Boden. Mach das so, wie es für dich bequem ist. Arbeitest du dich ein kleines Stück nach vorne, dass du die Ellbogen und Unterarme auf den Oberschenkeln und Knie abstützen kannst. Und nimm mal die Hände an den Hinterkopf. Und lass mal deinen Kopf so ein bisschen nach unten gezogen, gesunken. Vielleicht kannst du sogar die Ellbogen an die Knie abstützen. Schau mal, dass du so weit ziehst, dass du vom Kopf über die Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule bis zur Lendenwirbelsäule einen kleinen Zug aufbaust. Halte das noch ein, zwei Atemzüge. Du darfst auch gerne ein bisschen Druck geben. Das finden die Hals-Nackenmuskeln am Ansatz vom Kopf ganz schön. Und dann rollst du dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Sehr gut. Stell deine Füße so auf, dass sie leicht V-förmig nach außen zeigen. Richte dich auf, spann den Bauch an. Lehn dich ein bisschen nach vorne
Und zwar nur so weit, dass wenn du hier ein Seil hast am Brustbein, das genau gerade nach unten zeigt, auf Höhe deiner Knie. Sehr gut. Stütz dich erstmal mit den Händen auf den Knien ab. Zieh die Schulterblätter nach hinten. Leichtes Doppelkinn. Dass du eine Linie hast von der Halswirbelsäule bis zur Lendenwirbelsäule. Und dann streckst du erst den rechten Arm nach vorne oben. Bleib in der Aufrichtung, spann deinen Bauch an, sinken lassen und linke Seite. Rechts und links im Wechsel. Kannst du auch gern mit der Ein- und Ausatmung verbinden. Einatmen, langstrecken, ausatmen, zurückkommen. Einatmen, langstrecken. Letztes Mal für links. Und einmal noch rechts und dann bleiben wir da. Die Schulter sinken, spann den Bauch an. Und weil es so schön ist, heben wir den linken Arm auch noch mit ab. Handinnenflächen schauen sich an, schieb die Fersen fest in den Boden. Spür mal die Aktivität von der kompletten Körperrückseite, vom Oberkörper. Schau Richtung Boden. Stell dir vor, zwischen deinen Händen ist ein kleines Seil gespannt. Das kannst du in Gedanken noch ein bisschen auseinanderziehen. Streck die Arme noch ein bisschen länger in die Länge. Und hol dich mit der nächsten Einatmung mit gestreckten Armen in die Aufrichtung nach oben. Und ausatmen, die Arme seitlich sinken lassen. Sehr gut. Schultern nochmal rückwärts kreisen. Strecken wir mal das linke Bein nach vorne. Ziehen die Fußspitze nach oben. Die rechte Hand möchte gern zur Fußspitze. Wenn du da nicht drankommst, bleibst du am Knie oder am Unterschenkel. Sehr gut. Dreh dich mit dem Brustkorb Richtung linke Seite. Wenn es dir möglich ist, streckst du den linken Arm noch nach oben und schau deiner linken Hand hinterher. Wenn es dir nicht möglich ist, lässt du den Arm einfach unten. Komm mit der nächsten Ausatmung wieder nach unten. Beide Hände sind am Fuß. Lass den Kopf sinken. Vielleicht spürst du eine Dehnung in der Oberschenkelrückseite, über die Kniekehle zur Wade. Und zieh langsam deine Hände zurück über das Bein, roll dich auf in die Aufrichtung. Nimm deinen Fuß zurück, stell deinen rechten Fuß nach vorne. Die linke Hand geht zur Fußspitze oder zum Unterschenkel. Bitte bleib in der Position, so wie es deine Beweglichkeit zulässt. Schieb die Ferse fest runter, Bauch anspannen. Wenn du kannst, hebst du den rechten Arm und deinen Kopf nach oben außen an. Du brauchst deinen Arm auch gar nicht so weit nach hinten nehmen, eher diagonal nach vorne, schräg oben. Genau. Und lass die Schulter sinken. Dreh dich maximal mit geradem Rücken. Atme ein und aus. Bleib hier noch zwei Atemzüge. Und dann kommst du ausatmen, wieder runter. Beide Hände gehen an die Fußspitze oder an deinen Unterschenkel. Lass dich tief nach unten sinken. Spür mal die Dehnung. Und jetzt löst du die Hände und rutscht ganz langsam über deinen Oberschenkel nach oben in die Aufrichtung. Nimm deinen Fuß zurück und locker dich einmal. Kannst auch dein Becken einmal ein bisschen kreisen, rechts, links. Sehr gut. Lass deine Arme noch mal hängen. Spür mal in deinen Körper hinein, wie sich die Füße, Oberschenkel, dein Oberkörper, die Arme anfühlen. Dein Schulter-Nackenbereich. Alle Partien haben ordentlich mitgeholfen. Nimm mal mit der nächsten Einatmung deine Arme vorm Körper nach oben. Mach dich lang und ausatmen, lässt du die über die Seite nach unten sinken. Oh, Zentimeterarbeit hier bei uns. Einatmen. Hoch. Ausatmen. Tief. Noch einmal. Atme tief in den Bauch ein. Und ausatmen. Sehr gut. Mach dich rund. Dankeschön fürs Mitmachen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
Bis zum nächsten Mal.